Walsche 2-6, nähere mich der Landezone. Bereit machen für Exfiltration, over. Landezone immer noch zu heiß. Wiederhole, zu heiß. Sie müssen das Gebiet sichern, damit wir landen können. Tun Sie was, Nomad. Verstanden, Walsche. Tun Sie was, Nomad. Das ist unser Auftrag. Nichts leichter als das. Ich bin Dennis, wir spielen wieder Crysis und ich muss die Landezone sichern. Das wird uns doch hoffentlich keine Schwierigkeiten bereiten. Ich frage mich, ob dieses Sichern der Landezone sich darin erschöpfen wird, diese paar Hansel, die hier im Wald rumlaufen, zu erledigen. Weil an sich war das, was da so heiß war in der Landezone, ja die Action da im Hintergrund. Da ist ja irgendwie alles explodiert. Also weiß ich jetzt nicht so genau, ob es reicht, hier drei Leute im Wald zu erledigen. Wir werden es herausfinden. Ich kann ja mal meine Nachtsicht anmachen. Vielleicht sehe ich dann etwas besser in der Nacht. Und ich kann mich ja mal ein bisschen ducken. Aber irgendwie überstrahlt das da hinten noch doch zu sehr. Also so richtig was erkennen tue ich nicht. Mit den Nachtsicht-Goggles. Ich versuche jetzt mal hier hinten irgendwie um die Gegner rumzuschleichen und sich mich dann vielleicht eher von hinten zu nähern. Aktiviert. Oh, jetzt ist hier irgendwie... Hä? Wie? Wie ist hinter mir einer aufgetaucht? Kann mir das mal einer erklären? Habt ihr den gesehen? Wo war denn der? Holy shit! Das ist... Der hat auch so einen Nano-Anzug an. Leute. Wir haben ein Problem. Da war der nämlich, der war getarnt. Okay. Seit wann haben die Nordkoreaner auch so coole Nano-Suits? Also ich meine, die sterben auch, wenn man auf sie schießt, aber das heißt ja, sie können sich genauso tarnen. Strickland, hören Sie mich? Ich glaube, diese Typen haben Nano-Suits. Yep. Schöner Mist, die dürften diese Technologie noch gar nicht haben. Falls es Sie beruhigt, Sie sehen wie billige Kopien aus. Ja, billig, okay, mag sein. Aber wenn sie am Ende damit sich an mich ranschleichen können, dann ist das relativ egal, wie ästhetisch ansprechend diese billigen Kopien sind. Ob da auch so, keine Ahnung, statt Nike dann irgendwie Noki draufsteht oder sowas? Oder statt Adidas, Adilas oder so? Wie auf irgendwelchen... günstigen Knockoffs aus Ostasien von Markenprodukten. Nomad, da unten sind immer noch feindliche Einheiten. Ja, ich arbeite weiß. Dran. I fucking know. Ich weiß, dass da noch welche sind. Ich muss mich aber doch hier langsam vorwärts bewegen, weil wenn ich hier wie wild rumtone, dann werde ich doch sofort von den getarnten Dudes erledigt. Ich sehe sie, also ich glaube, ich kann sie nicht mit dem Nachtsichtgerät erkennen. Auch wenn das natürlich irgendwie ein bisschen naheliegend wäre, dass man sie damit besser sehen kann oder so. Dass es dann so ein bisschen in der Luft wabert oder sowas, damit das Spiel einem überhaupt irgendeinen Weg gibt, die zu erkennen. Okay, dahinter dem Felsen ist auf jeden Fall noch einer. Ob das der ist, auf den sich der Pilot bezieht. Werden wir gleich herausfinden. Da hinten ist er. Wir können ja mal unser Sniperino-Gewehr benutzen dafür. Der ist getarnt. Und jetzt ist er hin. So, sind hier noch mehr? Vulture, hier ist Nomad. Jetzt müsste die Luft rein sein. Verstanden, Nomad. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich komme jetzt runter. So, jetzt lassen wir uns mal abholen hier. Nomad, wir warten auf grünes Licht für einen Luftangriff. Aufklärer sind unterwegs. Ja, ist ja gut. Wir sammeln unsere Truppen vor der Küste. Sobald sie zu unseren Jungs gestoßen sind, geht's los. Ich hoffe, sie sind bereit für einen Krieg. Roger. Ich bin da sowas von bereit für einen Krieg. Also in der echten Welt nicht, aber hier im Spiel, ja, warum nicht? Let's go. Hallo. Da ist er denn. Da ist er. Die Dinger sollen halt irgendwie so Sci-Fi-mäßig aussehen und das ist ihnen auch gelungen beim Design. Ich muss aber ehrlich sagen, ich finde eine echte Osprey, also diese Senkrechtstarter-Flugzeuge der US-Armee, finde ich ehrlich gesagt cooler.
Also, gefallen mir einfach visuell besser als diese Sci-Fi-Variante davon. Hey, Digga. Alles okay, Nomad? Psycho lebt noch. Auf deinem Namen ja alle Ehre. Schon vom Schafett gehört? Der Mistkerl wird mir fehlen. Der lebt doch noch. Erzähl mir doch nichts. Was hältst du von der Sache? Wie es aussieht, war Jester doch nicht verrückt. Kann man so sagen. Ja, ich glaube, wir können uns alle mittlerweile einig sein, dass niemand, der hier von irgendwelchen seltsamen Ereignissen auf dieser Insel erzählt, verrückt ist. Denn hier passieren echt seltsame Sachen auf dieser Insel. Und damit meine ich nicht nur, dass Nordkoreaner plötzlich Nanosuits haben, sondern auch die blauen Alien-Kreaturen. So, das ist also der berühmte Nanosuit, von dem alle reden. Mann, so ein Ding hätte ich auch gern. Klar. Onkel Sam investiert sicher gern eine Milliarde, um deinen Hintern zu retten, Johnson. Wenn ich so einen Anzug hätte, würdest du's Maul nicht so weit aufreißen. Dann würde ich dir die Fresse polieren. Das würde ich gern sehen. Okay, Jungs, wir sind über dem Kampfgebiet. Da unten stehen eine Menge Flugabwehrgeschütze. Ich werde über dem Gebiet kreisen und Gegenmaßnahmen abfeuern, bevor wir landen. Die KVA macht uns fertig, Mann. Diese Mistkerle sprengen die Anhöhe in Stücke. Zieh deinen Kopf ein, sonst ist er ab. Warum zum Teufel landen wir dann hier? Ganz einfach, weil Granaten seltener treffen als die Flugabwehr. So, ich fliege jetzt zurück. Bestechende Logik. Der Hafen ist immer noch zu heiß. Viel Glück da draußen. Verdammt, hätte ich doch nur so einen Anzug. Wetten, Johnson fliegt gleich der Kopf weg. Schaffen Sie die Verwundeten rein, die Maschine muss sofort starten. Nein, Johnson ist tot. Artillerie. Oh, fuck. Artillerie. Folgen Sie mir. Wo muss ich hin? Da vorne. Okay. Ich laufe jetzt ja einfach geradewegs durch den Beschuss. Kann mir ja eigentlich nicht viel passieren, oder? Ich bin ja schließlich mit einem super mega Hyperanzug ausgestattet. Ich kann ja trotzdem mal die Panzerung anmachen. Auf der Radarkarte links unten kann ich ein bisschen gucken, wo die nächsten Einschläge. Endlich Hilfe, verflucht! Wo bleiben die verdammten Sanitäter? Hey Guys. Halt durch, Kumpel. Wir bringen dich hier raus. So. Wow. Okay. Das war keine ordnungsgemäße Landung. 9-1-3-4-5-0. Hey Leute, was soll ich machen? Osprey Command, die Mission ist ein Debakel. Der Feind kennt unsere Position. Stehen unter schwerem Artilleriebeschuss aus dem Hafen. Lieutenant, Ihre Probleme sind mir scheißegal. Schalten Sie die Flugabwehr aus und halten Sie die verdammte Straße. Verstanden? Verdammter Mist. Verstanden. Ah, verdammt! Wieder einer weniger! Wie stellen sich die Amis denn eigentlich an bei dieser Invasion? Nomad, wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Die Koreaner haben im Hafen Flugabwehrgeschütze. Unsere Jets kommen nicht ran. Irgendwas stört unser Radar. Wir müssen die Flugabwehr ausschalten, damit unsere Maschinen landen können! Klingt nicht allzu schwierig! Wollen Sie den Job? Sie haben ihn! Let's go! Mach es zu deinem Projekt. Okay. Let's go. Ich halte die Stellung. Komme später nach. Ja, okay. Klar, Psycho, ne? Mach mal ganz in Ruhe hier. Chill mal. So, okay, wir haben jetzt eine Aufgabe. Wir müssen die Flugabwehr ausschalten. Schön wäre natürlich, wenn wir jetzt hier irgendwie. Wenn wir jetzt hier irgendwie mal einen Fahrzeug hätten. Um da irgendwie ein bisschen schneller hinzukommen. Ja, ich gehe mal da vorne. Sind das böse Kollegen? Das sind böse Kollegen, oder? Dann schießt sie auch mal. Wenn das böse Kollegen sind, dann will ich mit denen nichts zu tun haben. Gibt's da unten ein Boot? Vielleicht komme ich dann irgendwie rüber zum anderen Ufer. So, jetzt ist es doch wirklich dunkel. Also wenn ich jetzt in dieser Dunkelheit das nicht benutzen kann, das Nachtsichtgerät, wann dann? Also, ich meine, dann macht es ja wirklich gar keinen Sinn. Er ist hier irgendwo. Wisst ihr, wo ich bin? Ja. Ich komme immer von da, wo ihr am wenigsten drauf wartet. So. So, das kann ich wieder ausmachen. Gibt es hier irgendwo mal ein Fahrzeug? Da ist ein Fahrzeug. Hallo, Schwester. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Munition mit.
So, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Wir haben zwei Flugabwehrgeschütze. Wir haben eins links, eins rechts. Ich fahre jetzt erstmal nach links dementsprechend. Das ist hier wirklich wie die zweite Invasion in der Schweinebucht. Wenn ihr die Geschichte ein bisschen kennt rund um USA und Kuba, dann... Naja. Ich sag mal, die ganz kurze Zusammenfassung. Es lief nicht so gut. Ey, lass mich vorbei. Jetzt hier. Norbert, hier ist Psycho. Ich stoße jetzt zum Hafen vor. Ich melde mich, wenn ich eine gute Position gefunden habe. Mein Psycho-Freund. Ach, schade, dass das nicht noch näher, noch weiter gefahren ist und explodiert ist. Habe ich nicht richtig gezielt. So, irgendwo hier muss die Flugabwehr sein. Ich nehme mal an, da links. Wir können ja mal schauen, ob wir hier irgendwo schon mal... So, da, die Flugabwehr habe ich gesichtet. Sind hier noch irgendwo nette Leute? Da sind nette Leute. Die aber vielleicht gar nicht nett sind. Müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich eher nicht. Aber egal, ob sie nett sind oder nicht, sie sehen auf jeden Fall durch mein Scharfschützengewehr deutlich weniger gefährlich aus. Hallo? Wo ist denn der jetzt hin? Ja. Da ist einer. Da ist noch einer. Problem weitestgehend gelöst. So, jetzt müssen wir noch irgendwie das Ding da in die Luft sprengen. Habe ich nicht noch irgendwas, was das bewerkstelligen kann? Zum Beispiel diesen formschönen Raketenwerfer. Alles klar, Norbert. Nur noch eins. So, das sieht doch gut aus. Wo, was, wie, was, wo? Maximale Panzerung. Ey, hab doch noch mehr von den Dingern. Mach dir keine Sorgen. Du kriegst auch noch welche ab. So. Das sind keine Platzpatronen, die ich da mit mir rumschleppe. Das sind große, saftige Explosivraketen. Die man quasi wie so ein Zäpfchen kann man die bei so gut wie allem, was in irgendeiner Form schießt und gemeingefährlich ist, zur Anwendung bringen. Da braucht man nicht mal seinen Arzt oder Apotheker vorher fragen. Jetzt habe ich auch noch C4, das hätte ich auch nutzen können, um die Dinger loszuwerden, also die Luftabwehr. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir denn am dürfsten hier rum? Also einfach geradeaus weiter über die Straße oder gibt es hier irgendwo... Kann man den Sonnenaufgang... Guck mal, da ist ein Boot. Dann nehmen wir doch das. Können wir den Sonnenaufgang noch ein bisschen genießen? Das Spiel ist immer am schönsten im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Wie so gut wie jedes Videospiel, was irgendwie einen Tag-Nacht-Wechsel hat. Sorry, ich muss es mal machen. Ich mach das viel zu selten. Das ist einfach zu toll. So, hey! Wo fahrt ihr mit meinem Boot hin? Ihr Sackgesichter, bleibt hier. Das ist mein Boot. Ja, okay, das ist mein Boot. Sorry, habe ich verwechselt. Ich dachte, ihr fahrt mit meinem Boot weg, aber mein Boot liegt ja daneben. Norbert, neutralisiert die Flugabwehr! Bin solange wir keine Bombe schicken können, sind uns die Hände gebunden. Leute, ich bin doch schon da. Nicht verzagen, auf Norbert warten. Na, wo sind hier Leute? Das ist auf jeden Fall Flugabwehr. Ist hier irgendwer? Was ist denn hier los? Das ist ja irgendwie ein bisschen verdächtig, dass hier so gar niemand auf mich wartet, oder? Hallo? Hallo? Da ist einer. Schönen guten Tag, der Herr. Ich bin hier, um Sie mit einer Bleivergiftung zu behandeln. Also nicht dagegen, sondern damit. Feind! Da hast du recht. Ah, da sind sie alle. Im Westen nichts Neues. Ein Schmetterling. Der Schmetterling, die seit knapp 100 Jahren die filmische Metapher für die Sinnlosigkeit des Krieges. Ich weiß nicht, ob ihr im Westen nichts Neues gesehen habt, also den alten Film. Da landet ja am Ende ein Schmetterling auf der Waffe des Gefreiten, der da die Hauptfigur sozusagen ist.
Ich habe den neuen Netflix im Westen nichts Neues habe ich nicht gesehen, deswegen kann ich dazu jetzt halt leider nicht sagen, ob die das beibehalten haben. Bumm. Zack. Aber es war auf jeden Fall eine echt schöne Szene dabei. Artilleriegeschütz. Schalt es aus, damit wir Luftunterstützung anfordern können. Jetzt auch noch Artillerie oder was? Ihr habt doch, ich dachte, Flugabwehr ist hier wichtig. Das Ding heißt ja auch Flugabwehr. Aber Psycho sagt, es ist eine Artillerie. Maximale Panzerung. Energiekritisch. Energiekritisch? Ist aber nicht schön. So. Schluss jetzt. Dann fahren wir mal mit einem eurer schönen Jeeps hier weiter. Hä? Wieso bin ich jetzt auf der einen Seite ein und auf der anderen Seite wieder ausgestiegen? Das war seltsam. Weiter geht's. Es ist auf jeden Fall beim Westen nichts Neues ein schöner Moment der Ruhe. Ein Moment, bei dem man zur Besinnung kommt, wenn der Schmetterling auf dem Gewehr landet. Der Gefreite ist dann auch kurz abgelenkt. In der Nähe der Hütten im Norden steht ein Übertragungswagen. Vielleicht findest du dort Informationen über feindliche Stellung. Was, wo? Wer schießt? Ah! Ich versuche hier gerade mit meinem Kumpel Funkkontakt zu halten, ja. Also ist der hin? Ob ich nicht ranzoomen kann. Ich sehe doch überhaupt nicht, ob ich irgendwas treffe. Das Auto macht es gleich nicht mehr länger, Leute. Ich muss hier gleich aussteigen. Hä? Wieso? Wieso sterben die denn alle nicht? Die müssen wir irgendjemand sinnvoll, nachvollziehbar erklären. Ja, die sind tot. Jetzt ist ja auch noch ein Heli. Ich brauch mal. Maximale Panzerung. Bleib stehen. Komm, stell dich irgendwo in die Luft. Ja, schöner Treffer, aber scheint noch nicht gereicht zu haben. Ja, weg hier! Ja. Man kann erschlagen werden von diesen herabfallenden Stücken. Unangenehm. Wie neulich, als sie so ein altes Batteriepaket von der Internationalen Raumstation abgedingst haben, abgebaut haben und das dann weggetrudelt ist und verglühen sollte, aber vielleicht auch nicht. Und dann gab es für einen Tag Panik in Deutschland, dass den Leuten jetzt tonnenschwere Batteriepakete auf den Kopf fallen. Dabei war die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass das unbeschadet unten ankommt. Und die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es verglüht. Es ist dann auch größtenteils, glaube ich, am Ende verglüht, das Paket. Und nur ein kleines Teil ist ins Meer gefallen. Weit entfernt von Deutschland. Also es war mal wieder ein bisschen Panik in der Luft. Obwohl es nicht wirklich nötig war. Download gestartet. Ja, dann holen wir mal ein paar Daten. Sie müssen die Artilleriegeschütze erledigen, damit wir Luftangriffe fliegen können. Na was denn? Psycho, Leute? Ich habe die Position eines Munitionslagers im Hafen. Besorgt ihr ein bisschen C4 für die Artillerie. C4 habe ich verbraucht. Gibt's hier C4? Aber ist ja auch egal, ich habe ja hier Dingsi-Bumsis, ihr wisst schon. Den guten Stuff. Die Explosivzäpfchen, die habe ich am Start. Stand hier nicht ein Jeep? Hier steht doch ein Jeep. Guck mal, den nehmen wir doch direkt und lassen uns von diesem Jeep bup zum Ziel fahren. Ich bin über irgendwas rübergefahren, keine Ahnung. Muss ein Erdhügel gewesen sein. War jetzt ehrlicherweise auch gar nicht mal so weit. Wisst ihr, wo ich bin? Habt ihr mich gesehen? Also ja, ihr habt mich gesehen, aber wisst ihr jetzt noch, wo ich bin? Ich bin doch jetzt hier in so Büschen. Jetzt dürftet ihr mich doch gar nicht mehr sehen. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn hin?
Und irgendwo hier soll jetzt also die letzte Luftabwehr stehen. Ich denke mal, wir werden sie finden. Kann ich hier einfach aufs Dach springen? Das wäre doch jetzt total praktisch. Bring's jetzt zu Ende. Ich halte die Augen für dich offen. Nee, komme ich nicht. Komme ich hier irgendwie rüber? Tarnfeld aktiviert. Jetzt wissen sie schon wieder nicht mehr, wo ich bin. Diese Tarnmethode ist einfach übermächtig, wenn man sich nicht total doof anstellt. Es ist schon echt krass, wie sehr sie einen immer nicht sehen. Aktiviert. So, irgendwo mitten in diesem Gebiet hier, was ist das eigentlich? So eine Art Containerhafen oder so? Ja, das ist der Containerhafen. Müsste die Flugabwehr stehen. Energie kritisch. So, die Kollegen hat keiner mitbekommen. Die waren hier ganz alleine. Tarnfeld aktiviert. Ist hier in der Halle irgendwas? Kann ich da einfach durchmarschieren? Das sieht doch fair aus, oder? Eine leere Halle. Dann kann ich mich hier auch mal enttarnen. Und hier auf der anderen Seite. Oh, da war Tarnfeld doch einer. Tarnfeld aktiviert. Na gut. Energie kritisch. Dann nehmen wir euch halt auch noch mit. Tarnfeld aktiviert. So, die Kollegen sind jetzt aber oben. Ich sehe auf der Karte hier noch welche. Sind aber ein Stockwerk höher oder sogar zwei. Tarnfeld aktiviert. Oder ist hier noch irgendjemand? Nö. Sieht jetzt hier schon wieder ziemlich leer aus. Aber jetzt bin ich auf dem Dach. Vielleicht kann ich von hier oben irgendwie irgendwelche coolen Sachen machen. Eine Kiste! Toll. So. Jetzt geht's los hier. Kann man das Ding auch einfach mit dem Maschinengewehr erledigen? Das wäre natürlich fein. Dann bräuchte ich jetzt nicht mein Explosivzäpfchen hervorholen. Da ist auch noch einer. Ach, es ist auf eine Art doch immer sehr befriedigend, in Shootern zwischendurch sich mal an so ein festmontiertes Geschütz zu stellen. Ist hier noch jemand? Da hinten. Ja. Tatsächlich mal einer den sinnvollen Move gemacht und ist hier hochgelaufen. Na gut, aber jetzt ist Schluss. Jetzt hören wir hier. Wollen wir hier mal auf mit Rumquatsch machen, sondern wir schießen jetzt mal auf die Luftabwehr. Tada! Nomad, bin in Position. Wie ist der Plan, Psycho? Ich habe mich am Hafen umgesehen. Der Kreuzer da unten knistert vor lauter Technik. Vermutlich stört er unser GPS. Wenn du ihn erledigst, haben unsere Bomber freie Bahn. Okay, also jetzt soll ich auch noch ein Schiff erledigen. Ahoi, ihr Landratten. Dann wollen wir mal gucken, was der Klabautermann dazu zu sagen hat. Aber erst in der nächsten Folge. Jetzt machen wir Pause. Das war die große Luftabwehr mit Explosivzäpfchen ausschalten Folge. Hat Spaß gemacht. War auch cool, dass mitten in der Folge die Sonne aufgegangen ist. Das hatte visuell auf jeden Fall viel Schönes. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und Spaß gemacht. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ich war Dennis und das war Crysis. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.